Okay. Liebe Frau Bundeskanzlerin, liebe Angela, lieber Armin, liebe Freundinnen und Freunde, aber vor allem die vielen, vielen Menschen, die draußen zuschauen, die Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer, aber auch viele Bürger, die unschlüssig sind, wie es in den nächsten Wochen weitergeht. Bei aller Freude, dass wir heute zusammenkommen und bei aller Selbstvergewisserung, lasst uns auch einen Moment ehrlich sein. Es ist knapp. Es wird sehr knapp werden in den nächsten Wochen. Jeder muss kapieren mit dem heutigen Tag, dass es echt um alles geht. Es ist nicht die Frage, wie wir monatelang philosophiert haben, mit wem könnten wir möglicherweise lieber zusammen regieren. Es ist nicht die Frage des Wie des Regierens, sondern möglicherweise des Obs. Es ist der schwerste Wahlgang seit 1998. Und der Trend im Moment, so ist klar zu sehen, geht nicht steil nach oben. Und genau deswegen ist der heutige Tag wichtig. Es ist nichts verloren, wie manche schon schreiben. Es gibt keinen Anlass zu jammern, sondern es ist die Zeit, endlich zu kämpfen. Ich habe keine Lust, keinen Bock auf Opposition, liebe Freundinnen und Freunde. Jetzt ist der Tag der Entscheidung, voranzukommen. Lasst uns endlich vernünftigen Wahlkampf machen, nicht über Nebensächlichkeiten reden. Welcher Lebenslauf gut, welcher Lacher passend war, sondern lasst uns über das reden, was für die Menschen in diesem Land entscheidend ist. Es ist Zeit für klare Worte. Es ist aber auch die Zeit, Unterschiede aufzuzeigen. Was bedeutet es denn letztlich? Was ist der Unterschied, ob die einen regieren oder die anderen? Was macht den Unterschied aus, wenn die Union an der Spitze steht oder Rot oder Grün führt? Ich sage euch eines. Ich will für Deutschland keine linke Bündnispartei. Ich will für Deutschland keine Ampel haben. Ich finde, die Zeiten sind viel zu ernst, als dass wir das Land Leuten überlassen können, die letztlich kein Konzept haben, wie es in Deutschland weitergeht. Ich sage euch, in ernsten Zeiten braucht es klare Linie, klare Führung. Und diese klare Führung kann weder Olaf Scholz noch Frau Baerbock geben. Die klare Führung kann nur die Union mit Armin Laschet an der Stelle etablieren. Es steht mir nicht zu, die Generalbilanz abzugeben der letzten Jahrzehnte. Aber liebe Angela Merkel, ich muss es schon mal sagen, weil du gesagt hast, andere sollen es versuchen, ich tue es ein bisschen. Die Bilanz einer überragenden Bundeskanzlerin spricht für sich. Wir haben 16 Jahre Angela Merkel und es waren 16 außerordentlich gute Jahre für unser Land, liebe Freunde. Ist schon eine ganz große Ära von dir. Und wenn man ehrlich ist, ich kann mich erinnern, ich war als junger Generalsekretär immer mit dabei, all die großen Weggabelungen, die du zu lösen hattest, haben wir nie in Programmkommissionen diskutiert, in keinem Wahlprogramm abgebildet. Sie kamen über Nacht und man musste gut regieren. Politiker, so glaube ich auch, wachsen nicht dadurch, dass sie im Zweifelsfall das beste Programm schreiben, sondern auf die Herausforderungen der Zeit gut reagieren. Und vor allem, wenn sie ganz neu sind, noch nie da war. Eine Finanzkrise über Nacht gekommen, nicht von uns verursacht. Eine Eurokrise, die den Kontinent erschüttert hat. Die Migrationsfrage und letztlich auch Corona. Liebe Angela, ich darf das sagen, auch mit Respekt und Dank. Du hast unser Land gut beschützt. Herzlichen Dank. Und das sage ich auch als Parteivorsitzender der CSU. Wir haben es ja auch nicht immer ganz leicht gemacht, Sie uns auch nicht. Aber es war eine spannende Zeit, gerade in den letzten 1,5 Jahren bei Corona, wo ich auch wahnsinnig viel gelernt habe, auch von dir, in der Führung in schwierigen Zeiten. Auch mal, wenn es ernst wird und wenn nicht von vornherein alle dafür sind, wenn die Demoskopie keinen klaren Befund gibt, wenn Kommentatoren der Zeitung noch nicht von vornherein einloben, trotzdem Linie zu halten, nach bestem Wissen und Gewissen zu entscheiden und dann am Ende das Beste für die Menschen zu erreichen. Das ist letztlich auch der Stil und das ist letztlich auch das Führungsprinzip und die Methodik, die Angela Merkel geprägt hat. Und deswegen, liebe Freunde, hat sie nicht nur in Deutschland,
sondern auch international dieses überragende Ansehen wie kaum ein Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin zuvor. Ich sage es nochmal, Angela Merkel wird uns, aber ich glaube auch ganz Europa und der Welt fehlen. Herzlichen Dank noch einmal. Auch wenn eine Ära zu Ende geht, ist nicht die Union am Ende, wie manche gern suggerieren, so nach dem Motto 16 Jahre reichen. Liebe Freunde, wir sind nicht ausgelaugt, sondern hochmotiviert. Der Auftritt der beiden Fraktionsvorsitzenden hat es ja dokumentiert. Ich finde ja, jetzt hätte ich beinahe gesagt, Ralf, bis unter die Haarspitzen motiviert, das wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber auf jeden Fall voll drauf, wenn ich das sagen darf. Man spürt doch geradezu Kraft und Lust zu regieren. Denn, liebe Freunde, auch das ist wichtig. Auch in ernsten Zeiten. Wenn wir schon den Eindruck von Ängstlichkeit und Unsicherheit vermitteln, wie sollen die Bürgerinnen und Bürger uns dann zutrauen? Sie können sich darauf verlassen, meine sehr verehrten Damen und Herren, aus allen Teilen Deutschlands. Wir wissen, was wir tun. Und wir sind entschlossen, für Deutschland das Richtige zu tun. Wir sind weder müde noch ausgelaugt, sondern wir haben Kraft und Ideen für die Zukunft. Unser Grundmotto lautet Stabilität und Erneuerung. Das heißt nicht nur einfach weiter so, wie es war, nach dem Motto, wir waren ganz gut, das setzen wir sofort, aber auch nicht einfach alles auf den Kopf stellen und in die falsche Richtung laufen. Stabilität, das bedeutet übrigens vor allem Corona. Ich möchte das hier an der Stelle deutlich sagen. Zu viele von uns entschuldigen sich immer dafür, was die letzten anderthalb Jahre war. Ist uns eigentlich wirklich bewusst, welche Krise uns da erfasst hat und unser Land und die Menschen im Mark erschüttert hat? Es ging um eine zentrale Frage in diesen anderthalb Jahren bisher. Es war die wichtigste je zuvor. Leben zu schützen. Ich habe begonnen, Politik in den 80ern zu machen. Da gab es auch viele Probleme. NATO-Nachrüstung, Waldsterben, Tschernobyl, alles große Dinge. Aber so unmittelbar in die kleinsten Lebensbereiche hinein betroffen. Bis in die Verwandtschaft hinein, dass vielleicht Großeltern Sorge haben, dass man Sorge hat um die Großeltern. Das hat es so nicht gegeben. Und wisst ihr, was wir getan haben mit der Corona-Politik unterm Strich? Wir haben unglaublich viele Leben gerettet. Wir haben unglaublich viele Leben gerettet. Wären wir den AfD-Lern gefolgt, die das Ganze geleugnet haben, hätten wir allein in Bayern, ich kenne die Zahlen für Deutschland nicht, allein in Bayern, über 130.000 Menschen mehr gehabt, die gestorben sind. Und wenn dann immer diese Relativierungen gekommen sind, na ja, das sind doch viele Ältere, was soll's, das ist doch gar nicht mehr so lange. Ich kann nur eines sagen. Wir stehen für das C. Ich bin nie bereit, und wir, Armin, gemeinsam sind nie bereit, Leben und Lebensschutz zu relativieren. Und darum sage ich euch, wer so argumentiert hat, wie einige, wie die AfD, die haben nicht annähernd den sittlichen Anspruch, eigentlich einen Platz im Parlament zu haben. Sie gehören da nicht hin. Wir haben das Land gut beschützt, auch vor denen, die das Land in den Ruin getrieben hätten. Das muss man einfach mal deutlich und offen und ehrlich an der Stelle sagen. Drei Wellen gut gemanagt und überstanden. Immer wieder jeden Tag was Neues, muss man sagen, weil nicht planbar. Alle, die sagen, die mangelnde Planbarkeit, kann ich nur sagen, wir konnten es nicht vorhersehen. Und wer weiß auch, wie die Zukunft ist. Wir sind jetzt aber in der besseren Lage. Die vierte Welle ist da, natürlich. Der Bundestag wird nächste Woche hoffentlich nochmal die Verlängerung der epidemischen Lage beschließen, um uns einfach die Möglichkeit zu geben, zu reagieren. Natürlich ist die Lage anders. Fast 60% vollgeimpft. Wir haben jetzt eine bessere Impfsituation als die meisten Länder, die monatelang vor uns waren. Nicht vergessen. Auch da kommt Deutschland gut voran. Aber natürlich, wenn so viele Menschen geimpft sind und geschützt sind und wer einmal überlegt und nachfragt, kommt ja immer so Gegenargumente, wir müssen damit ausgehen, dass wenn man auch zweifach geimpft ist, man sich anstecken kann. Das ist ganz, 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 ganz wenig. Die Impfung ist ein ganz, ganz großer Schutz. Und es gibt übrigens auch kein sozialeres Angebot, das ich je erlebt habe in unserem Land. Vor einer potenziell lebensbedrohlichen Krankheit bietet der Staat kostenlos die Impfung an. Und zwar nicht nur kostenlos, er kommt sozusagen auch nach Hause. Und in einigen Fällen gibt er bei niederschwelligen Angeboten sogar noch ein Bratwurstbrötchen, Currywurst oder sonst wo dazu. Schaut mal anderswo in der Welt, wo es so etwas gibt. Ich finde, das ist auch eine große Leistung der Bundesrepublik Deutschland, was wir an Impfangeboten und Impfmöglichkeiten haben.
Wir wollen keine Pflicht, aber wir wollen natürlich vorankommen. Wir haben jetzt Beschlüsse gefasst, Armin, bei der Ministerpräsidentenkonferenz, auch um etwas Anreize noch zu setzen. Dazu gehört übrigens auch die Rechte derer, die zweifach geimpft sind, auch klar zu benennen. Denn wer zweifach geimpft ist, dem kann man nicht auch nur annähernd seine Rechte auch noch beschneiden. Wir brauchen trotzdem eine neue Balance aus Sicherheit und Eigenverantwortung in den nächsten Monaten. 3G haben wir beschlossen. 3G ist das Zentrale. Wir werden auch in Bayern, nachdem wir uns an einigen Punkten noch nicht einigen konnten, wie wir weitergehen, werden wir in Bayern auch den Weg beschreiten, dass wir sagen, 3G ist das zentrale Ziel. Auf Dauer auch inzidenzunabhängig. Aber das, was wir brauchen, ist die Frage, wann droht die Überlastung des Gesundheitssystems? Wir entwickeln gerade und auch das Angebot, das gerne zusammen machen, Bayern und NRW da voranzugehen. Wir entwickeln gerade eine Krankenhausampel, ab der die große Gefährdung besteht, wann die Krankenhäuser betroffen sind. Denn das, liebe Freunde, ist ja das Zentrale. Wir machen das ja nicht aus Selbstzweck, sondern wir wollen die Überlastung des Gesundheitssystems verhindern. Deswegen 3G ohne dauerhafte Inzidenz, aber dafür eine Krankenhausampel, in der genau ermittelt wird, wann eine Bedrohung ist. Und ich sage ganz deutlich, wenn wir weiter so impfen, da bin ich fest überzeugt, brauchen wir auch keine weitergehenden Maßnahmen. Für uns ist klar, bei der hohen Impfquote, einen neuen Lockdown wird es in Deutschland nicht geben, liebe Freunde. Und so neben Bayern die Adresse FDP und anderer, die gesagt haben, die Wirtschaft sei so betroffen gewesen, Ralf. Wir haben auch die Wirtschaft durch diese Krise gut gebracht. Kurzarbeit, Kredite, die großen Hilfen, die der Bundestag beschlossen hat. Einzigartig, Angela. Noch nie hat ein Land vergleichbar und wie auch bei uns in Deutschland nicht so viele Hilfen gemacht. Wer heute ernsthaft mit Handel, Gastronomie sich unterhält, wo wir, Alexander, in der gemeinsamen Sitzung, wo wir auch den Ralf überzeugen konnten, die Mehrwertsteuer zu senken für die Gastronomie, ich erinnere mich noch, haben wir doch eine Menge geleistet. Und es geht unserer Wirtschaft doch heute nicht schlechter. Und ich erinnere übrigens auch daran, warum ist denn manche Hilfe später gekommen? Unser Wirtschaftsminister, der häufig kritisiert wurde, Peter Altmaier, hat alles dafür getan, dass man schnelle Hilfe machen kann. Es war doch der Bundesfinanzminister, der mit unendlichen bürokratischen Fallstricken die Auszahlung verhindert hat. Das ist doch die Wahrheit. Es war Olaf Scholz mit der Verzögerung, nicht die Union an dieser Stelle. Also ohne Selbstbeweihräucherung, das hätte viel schlechter laufen können. Und jetzt kommt es darauf an, wie wir weiter vorgehen. Eine gesundheitspolitische Sicherheitsvariante habe ich genannt. Und es kommt aber darauf an, dass wir die Wirtschaft weiterentwickeln. Und das ist etwas, wo Armin und ich nicht verstehen, was die SPD und die Grünen eigentlich wollen. Wisst ihr, wenn so nach einem großen Sturm das Pflänzchen überlebt hat, so wie es nach Corona war, ist es dann sinnvoll, es sozusagen abzurasieren? Oder muss man nicht eher es gießen, düngen, muss man nicht eher ziehen, damit es wächst und stärker wird? Und deswegen sind wir so fest überzeugt. Linke sagen, wir wollen nur Reiche entlasten. Liebe Freunde, was für ein Quatsch. Im Übrigen glauben Linke, dass ein normaler Handwerksmeister offenkundig schon ein Multimillionär wäre oder ein Facharbeiter. Damit haben sie auch den Bezug verloren zu so vielen Menschen, die mit harter Arbeit dieses Land prägen und auch den Aufbau unseres Landes schaffen. Wir wollen nicht Reiche entlasten, aber wir wollen auch nicht die Wirtschaft kaputt machen. Und deswegen sind Steuererhöhungen in jeder Beziehung komplett falsch. Sie sind weder gerecht, noch bringen sie mehr Einnahmen. Im Gegenteil, sie führen am Ende dazu, dass Millionen Existenzen betroffen und vernichtet werden. Und deswegen sage ich ganz klar, es kommt nicht nur darauf an, das wäre mir zu wenig, nur zu sagen, Union, wir verhindern Steuererhöhungen, das ist doch sowieso klar. Sondern wir brauchen auch gezielte Steuersenkungen für den Mittelstand und die Mitte der Gesellschaft, liebe Freunde. Wir sind die Partei des Mittelstandes. Und wir sind auch die Partei des Eigentums. Ich muss das mal sagen, weil es geht ja alles so im medialen Gewitter unter. Es gibt welche, die reden heute wieder von Enteignungen. Denken wir über die Wohnungspolitik in Berlin. Das ist zwar verfassungsrechtlich gekippt worden, aber Rot-Rot-Grün hat eine andere Philosophie mit der erarbeiteten Leistung der Menschen in ihrem Leben. Ich sage euch ganz klar, wir haben eine Philosophie, wir wollen Wohnungen bauen, wir wollen auch Mieterschutz betreiben, aber für uns ist eines klar, es ist besser, neue Wohnungen zu bauen, als alte zu enteignen, liebe Freunde. Wir sind die Partei des Eigentums und wir werden es auch vertreten.
Wirtschaftskompetenz, ökologische Kompetenz. Das ist vielleicht, Armin, glaube ich, wo wir beide überzeugen sind, die zentrale Frage. Wie verbinden wir Wohlstand und Nachhaltigkeit zusammen? Und liebe Freunde, dabei ist Umweltschutz und Klima nicht ein Feigenblatt, nicht ein Add-on oder dass wir da mal drüber reden, weil es sein muss, sondern es ist schon ein zentrales Thema. Wenn wir bei Corona auf die Wissenschaft gehört haben, dann können wir es beim Thema Klima nicht verleugnen. Und die Aussagen des Weltklimarates sind echt erschütternd. Die höchste CO2-Konzentration seit 2 Millionen Jahren in der Atmosphäre. Und dass das nicht ohne Auswirkung bleibt, merkt doch jeder. Also wer heute Waldbrände, Fluten und ähnliche Wetterereignisse einfach ignoriert, der hat es nicht verstanden, wo es hingeht. Und es ist, wie ich das in dem Spot auch sagte, da geht es jetzt nicht darum, dass die jetzige Generation irgendwie über die Runden kommt. Es geht schon darum, welche Welt wir den jungen Menschen übergeben und welche Chancen wir ihnen damit vermitteln. Deswegen ist es nicht nur eine wissenschaftliche, nicht nur eine ökonomische, sondern echt auch eine moralische Verpflichtung. Nur, es kommt darauf an, wie wir Klima und Artenschutz betreiben. Und ich sage euch sehr deutlich, nicht nach dem Motto zurück in die Steinzeit. Nicht nach dem Motto auf Kosten vieler Menschen in unserem Land. Ja, wir brauchen neue Maßnahmen. Ja, wir brauchen neue Ideen. Wir brauchen auch Lenkung. Aber reine Verbote und Zwang allein werden nicht funktionieren. Wir als Union sind die ökologische Mitte. Die Grünen sind ökologisch am linken Rand. Und lasst mich das auch mal in aller Deutlichkeit sagen. Haben die Grünen denn wirklich Konzepte für den Klimaschutz? Nun, die Wahrheit ist, es sind alte Konzepte, die lange vor der Klimaschutzdebatte entwickelt wurden. Das Tempolimit stammt aus den 80ern. Flugverbote, Straßenrückbau sind nichts Neues. Dabei ist doch die Wahrheit, dass die Grünen in den Bundesländern, auch bei euch in Armin früher in NRW, das Gegenteil machen. Wenn die Grünen regieren, fällen sie Bäume und bauen Straßen, genauso wie alle anderen. Und vor Ort bekämpfen sie gleichzeitig den Schienenausbau. Liebe Freunde, sie sind gegen Windräder und sie sind umgekehrt auch ganz klar gegen jede Elektroladesäule. Ich sage euch eines. Wir müssen einfach seriös und sachlich, aber auch offen diskutieren, was die Grünen am Ende bedeuten. Die Grünen mögen Moral haben, aber eher eine doppelte anstatt unsere, liebe Freunde. Und ich sage das auch deutlich. Wer glaubt, dass die ökologische Politik vom Gesicht von Herrn Habeck geprägt wird, der irrt sich. Das, was im Programm steht, ist nicht Habeck, sondern Anton Hofreiter pur. Stellt euch das Gesicht dazu vor und ich sage euch, das wollen die Menschen in Deutschland nicht. Davon bin ich fest überzeugt. Wir haben dazu viele Ideen und Möglichkeiten. Bayern und NRW gehen da sehr, sehr stark voran bei dieser Entwicklung. Also Klima sind wir stark. Bei der Entwicklung des Wohlstands sind wir stark, aber wir sind auch sozial gerecht. Das ist mir schon wichtig. Gerade übrigens gegenüber Sozialdemokraten. Das Thema Kinder und Familie ist nicht nur im Schutz für die Schule wichtig bei Corona, sondern schon auch, dass Familien mit Kindern, das machen wir nicht so leicht haben, finanziell über die Runden zu kommen. Und das stehen wir an. Angela, wir haben unter deiner Führung unglaublich viel für die Familien beschlossen. Wie noch keine Regierung zuvor, kein Helmut Schmidt, kein Willy Brandt, hat so viele Mittel, Gerhard Schröder sowieso nicht, hat so viele Mittel für Familien und Kinder beschlossen. Und zwar für die Familie als Ganzes. Wir sind doch nicht gegen die Ehe wie die anderen, die das Ehegattensplitting abschaffen. Wir haben sogar für Alleinerziehende draufgesetzt. Manche mag das wundern, Alexander Dobrindt und ich haben das bewusst auch eingefordert für die CSU. Und es gilt für die Familie, die startet, aber auch für die Familie, die schon lange geleistet ist. Ich muss das sagen, ich weiß nicht jeder, auch andere Parteien greift uns ja dafür die Idee der Mütterrente an. Ich sage das hier sehr deutlich. Wenn Frauen ihr Leben lang sich für die Familie engagiert haben, viele berufliche Nachteile in Kauf genommen haben und sie dann von der Rentenkasse gesagt bekommen, es tut uns leid, es war deine Entscheidung, das respektieren wir nicht, dann ist das falsch. Ich finde, dass die Leistung für die Familie, die muss auch in der Rentenkasse gewürdigt werden. Es geht jetzt in Deutschland um 10 Millionen Mütter. Es geht nur noch um die Frage, ob ein Stichtag darüber entscheiden soll, ob die Lebensleistung einer Frau richtig oder falsch ist. Und darum sage ich euch, wir werden uns einsetzen. Ich weiß auch vom Armin, dass er das im Herzen nach eigentlich auch will. Und darum wird es auch so kommen. Wir brauchen die vollständige Mütterrente, liebe Freunde. Es geht um die Lebensleistung vieler Millionen Frauen in unserem Land. Dafür stehen wir ein. Letztlich, letzter Punkt. Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, Leistungsfähigkeit und Sicherheit. Das ist schon wichtig.
Der Schutz der Bürger ist zentral, nicht nur bei Corona, sondern wir müssen den Menschen, und es ist übrigens das, was so viele bewegt. In Berlin ist es übrigens, es gibt immer wieder Leute, die ziehen von Berlin nach Bayern um. Jetzt neuerdings auch genau das gleiche für den NRW. Und sie sagen, was ihnen da am meisten gefällt. Außer natürlich, dass Land schön ist und alles möglich. Sie sagen, man fühlt sich freier und sicherer. Man kann überall hingehen. Der Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor Kriminalität, liebe Freunde, hat nichts mit Sicherheit allein zu tun, sondern mit Freiheit. Und deswegen kämpfen wir auch für eine klare, restriktive Haltung gegenüber Clans, Banden und aller Formen von Kriminalität. Und da stehen wir auch ein. Und ich sage euch das, wenn immer wieder von der linken Seite die Polizisten angegriffen werden, die Polizisten sind die Guten. Die Polizisten und die Polizei haben verdient, dass sie gut ausgestattet wird. Und sie hat noch mehr verdient, dass wir ihnen Dank sagen für all die schwere Arbeit, die die jungen Kolleginnen und Kollegen in unserem Land leisten. Wir als Union stehen zur Polizei, liebe Freunde. Und wir stehen auch zu unserer Bundeswehr. Angela Merkel hat es gesagt, Armin auch die Woche zum Thema Afghanistan. Ich finde es schon ein schlimmer Moment. Ich kann mich erinnern, wie ich 9/11 gesehen habe an dem Nachmittag. Ich sollte eigentlich zu einer Talkshow gehen, die dann natürlich abgesagt wurde. Ich weiß auch noch ganz genau, als meine Frau reinkam und gesagt, was ist los? Ich sagte, es gibt jetzt Krieg. Und ich hatte damals schlimmste Befürchtung, welche Art von Krieg es geben könnte. War ja unklar. Die Amerikaner haben damals übrigens bei Afghanistan überraschend besonnen reagiert, wenn wir ehrlich sind. Nicht alles, was danach kam, hatte die gleiche Form der Besonnenheit. Ich verstehe, dass man nach so einem langen Einsatz müde wird. Und ich verstehe, dass es teuer ist. Und ich verstehe auch Wahlversprechen. Aber einen solch überstürzten Abzug zu machen, ohne Absprache und Verbindung, hat dem Westen eine schwere moralische Niederlage beschert. Genau im Jahr 20 von 9/11. Und ich sage es aber trotzdem, so wie die Bundeskanzlerin, an einer Gruppe lag es nicht, an den Soldatinnen und Soldaten. Ich habe so viele Gespräche geführt mit Soldatinnen und Soldaten, die dort im Einsatz waren. Und auch die, die keine unmittelbaren körperlichen Belastungen hatten, werden lange in diesem Einsatz zu tragen haben. Der Einsatz war auch nicht sinnlos. Wir haben viel für Sicherheit getan. Wir haben eine ganze neue Generation ausgebildet an Menschen, an jungen Menschen, die Hoffnung eigentlich sein könnten, gerade für Afghanistan. Und umso mehr müssen all diejenigen, die diesen Dienst geleistet haben, müssen wir auch den Familien, die junge Männer und Frauen verloren haben in diesem Einsatz, unseren tiefen Respekt schulden und Danke sagen für den Einsatz, den sie für uns getan haben. Es ist leicht in Deutschland über Einsätze zu reden. Wenn man irgendwo weit weg in der Welt der Gefahr gegenübersteht, braucht es so unglaublich viel Mut und Herz und Courage. Und dafür sind wir dankbar, liebe Freundinnen und Freunde, für diese Leistung. Ich finde es richtig, wie die Bundesregierung ihre Prioritäten setzt, jetzt zu helfen. Helfen den Staatsbürgern, helfen auch den Ortskräften und versuchen, so viel wie möglich zu uns zu bringen. Aber wir sind herzlos nicht, wie manch einer sagt. Im Gegenteil. Wir helfen, sind nicht herzlos. Aber wir stellen auch keine Blankoschecks aus wie die Grünen, wenn ich das sagen darf. Einige verwenden immer den Satz, 2015 soll sich nicht wiederholen. Klar ist, es darf sich nicht wiederholen, dass wir wie damals in Syrien versagt haben in der Hilfe der Länder vor Ort. Deswegen muss jetzt schnell und intensiv geholfen werden. Und klar ist auch, es braucht auch keine unkontrollierte Situation mehr. Da stehen wir davor. Und wir brauchen, Angela Merkel hat es angesprochen, vielleicht auch einige Lehren aus dem ganzen Einsatz. Lehren, was bedeutet es auch außenpolitisch für uns? Liebe Freunde, vielleicht müssen wir an einigen Stellen die Welt so nehmen, wie sie ist und nicht, wie wir sie gerne hätten. Vielleicht ist es auch wichtig, dass wir uns im Verhältnis zu den Amerikanern weiterentwickeln, aber auch in europäischer Ebene stärker werden. Armin sagt, wir brauchen einen nationalen Sicherheitsrat, das ist eine gute Idee. Aber es braucht auch eine europäische Sicherheitsphilosophie, einen europäischen Sicherheitsrat. Denn das dröhnende Schweigen von Europa an der Stelle macht uns nicht stärker. Und? Wir müssen der Bundeswehr mehr Möglichkeiten geben, aus eigener Kraft souverän zu sein. Und das sage ich jetzt in aller Deutlichkeit. Wer ständig die Ausstattung der Bundeswehr in Frage stellt, wer nicht bereit ist, die 2%-Ziele anzunehmen,
Wer zum Beispiel bei bewaffneten Drohnen, die einfach auch eine Schutzfunktion haben für unsere Soldatinnen und Soldaten, wer sich da ständig verweigert, das sage ich ehrlich, das ist für uns eine Koalitionsbedingung für die Zukunft. Wir sagen klar, wer Deutschland nicht wirksam schützen will, der hat auch nichts in der Regierung verloren, liebe Freunde. Auch das ist eine klare Botschaft. Also, die Unterschiede liegen klar auf der Hand. Wir müssen auch keine Angst haben, die zu nennen. Übrigens auch nicht die Sorge, dass, weil wir eine Position haben, vielleicht jemand anders dann dagegen agiert. Der Unterschied bedeutet dann auch Wählen und Auswahl. Das soll ja passieren. Wir müssen jetzt Führung zeigen, und zwar gemeinsam. Das sage ich ganz deutlich. CDU und CSU haben nicht immer einfache Zeiten gehabt. Gab es auch mal schwierige Zeiten. 76, 15, 2018 war jetzt auch keine Sternstunde. Wenn ich das sagen darf, wir haben daraus gelernt, auch ich ganz persönlich. Ich habe mit Annegret, an der Stelle auch nochmal ein Dankeschön, eng zusammengearbeitet. Ich habe von Angela Merkel viel lernen dürfen, war auch gnädig zu mir an einigen Stellen. Und natürlich auch, lieber Armin, dass wir gut zusammenarbeiten können. Es kommt jetzt wirklich darauf an, gemeinsam zu agieren. Ich weiß, viele fordern jetzt die Teams. Es ist eine gute Idee, Teams aufzustellen. Und die CSU ist da gerne auch dabei. Aber am Ende, liebe Freunde, das müssen wir jetzt auch rausarbeiten nächsten Wochen, kommt es wie immer auf den Kanzlerkandidaten an. Adenauer, Kohl, Merkel, jetzt Laschet. Wir müssen unseren Kanzlerkandidaten an der Stelle unterstützen und gegen viele Angriffe auch in Schutz nehmen, die jetzt kommen, faire, ernst gemeinte, aber auch viele unfaire, die wir in den letzten Tagen erlebt haben. Lieber Armin, du kannst dich dabei auf meine Unterstützung verlassen. Dies ist ehrlich gemeint. Ich habe ein Angebot gemacht an die CDU, ja. Es war nicht wegen mir, sondern ich wollte helfen. Habe mich bis heute übrigens gefreut über die Unterstützung aus der Basis der Union, gerade auch von vielen Bundestagsabgeordneten. Der Bundesvorstand hat dann anders entschieden. Ich habe es respektiert, ich respektiere es. Und für mich ist es kein Problem. Und Armin Laschet und ich, das glaube ich, können wir sagen, wir haben eine menschlich sehr gute Basis miteinander. Wir sind nicht immer sofort einer Meinung, aber nach gewisser Zeit überzeugt der eine den anderen oder irgendwie auch so umgekehrt. Wir kriegen es, glaube ich, gemeinsam gut hin, Armin. Das kann man, glaube ich, sagen. Jetzt kommt es darauf an, dass wir Armin unterstützen. Und liebe Freunde, ich sage es deutlich, ich will, dass Armin Laschet Kanzler wird und nicht Olaf Scholz oder Annalena Baerbock. Also, lasst uns die Ärmel hochkrempeln, lasst uns selbstbewusst kämpfen, nicht überheblich, aber selbstbewusst. Wir sind doch wer? Wir sind die Union. Wir regieren in vielen Bundesländern erfolgreich. Lasst uns nicht dauernd in Sack und Asche gehen und ängstlich sein. Lasst uns Zähne zeigen. Wir haben schöne, wenn ich das sagen darf. Klar ist es wie im Fußball, wir haben lange geführt und es sah ein bisschen so aus, als Armin, wir spielen das locker runter. So war es nicht. Die anderen sind besser geworden und die Wahrheit ist, wir haben ein paar Fehler gemacht. Natürlich gibt es dann halt mal einen Gleichstand, das kann schon passieren im Fußball auch. Aber was ist dann jemand, der den Ausgleich kassiert, gibt der dann auf? Sagt der dann, nee, um Gottes Willen, ich habe ein Gegentor kassiert, das war's. Es gibt solche Mannschaften, aber das sind nicht wir. Jetzt müssen wir zulegen. Wir müssen zeigen, dass wir eine zweite Luft haben. Dass wir auch unter schweren Bedingungen stark sind. Nicht nur, wenn Honeymoon und Sonnenschein ist. Denn wir haben eine Vision, liebe Freunde. Eine Vision für unser Land. Wir wollen eine moderne Gesellschaft mit Digitalisierung, Hightech, aber mit freier Entfaltung der Persönlichkeit. Wir wollen einen starken Staat, der die Bürger schützt vor Gefahren, vor Kriminalität, vor äußerer Bedrohung, Terrorismus, aber auch Krankheiten. Und dieses Schutzversprechen übrigens nicht nur für die Mehrheit, sondern auch für alle Minderheiten abgibt im Land. Gerade gegenüber Extremisten von links, von rechts oder aus religiösen Gründen. Und wir stehen für eine nachhaltige Welt. Diese auch ein Stück, wie ich sagte, zu retten. Den Schutz von Klima- und Artenschutz und damit übrigens uns selber zu retten. Und letztlich gibt es einen großen Unterschied von uns zu allen anderen. Das ist mir während Corona, Angela und Armin, so klar geworden wie noch nie zuvor. 90% der Parteien agieren immer nach dem Einflüstern ihrer Lobbygruppen. Ist ja ganz klar erkennbar. Bei den Grünen spürt man das. Macht Fridays for Future was, erschüttern und erzittern die Zentralen der Grünen. Und sofort wird es 1:1 transportiert. Auch die FDP hat ihre, ich sag's mal so, Gruppen, die ihnen nachhaltige Ideen geben. Und bei der AfD bin ich froh, wenn ich nicht weiß, mit wem die zu tun haben. Aber liebe Freunde, was ist der Unterschied dann zu uns?
Aus diesem unendlichen Gequatsche von Hunderten von Meinungen filtern wir das Gemeinwohl. Wir halten zusammen. Wir entwickeln aus vielen, vielen kleinen Punkten eine Philosophie und Idee, die fürs ganze Land trägt. Und ich habe viel erlebt, ob aus Kultur, Wirtschaft, die zu mir während Corona immer eines sagen. Ich bin nicht im Detail ihrer Meinung. Aber ich bin erstens froh, dass ich es nicht entscheiden muss, aber froh, dass sie es gemacht haben. Und die sagen unterm Strich, sind wir froh, dass wir in Deutschland leben. Deswegen, liebe Freunde, ist die Zeit, souverän und engagiert, sexy und solide, zu zeigen, wer wir sind und was wir können. Und wir können es noch. Wir sind nicht am Ende. Wir sind nicht ausgelaugt. Wir haben keine Angst vor dem Wahltag. Lasst uns zeigen, was wir können. Entschlossen, geschlossen für unseren Kanzlerkandidaten, für die gesamte Parteifamilie, für die unzähligen Abgeordneten, die jetzt dieser Tage auch ein bisschen bangen um die Mehrheit ihres Einzugs und der Chance in den Bundestag. Lasst uns gemeinsam kämpfen. Ich kann es für die CSU und mich persönlich sagen, wir sind bereit, unser Angebot steht. Wir wollen gemeinsam erfolgreich sein. Herzlichen Dank, alles Gute und toi, toi, toi.